Weil wir in einer durch und durch mediengesättigten Gesellschaft leben. Das heißt eben auch, mit und durch Medien werden all unsere Vorstellungen davon, was Geschlecht ist, wie Männer und Frauen zu sein haben, wer sichtbar wird und wer dabei unsichtbar bleibt, all das wird durch Medien hergestellt. Und nur wenn wir in der Lage sind, genau diesen Prozess kritisch zu analysieren, können wir auch Initiative für Veränderungen auf den Weg bringen und damit demokratische Teilhabe tatsächlich ermöglichen.